Hi Leute, ja, der Sommer fängt endlich an und ich dachte, das wäre der richtige Zeitpunkt, um ein paar Salatrezepte auszuprobieren. Und zwar gab es einen schönen Wunsch von Xani LP. Und zwar hat er sich etwas gewünscht mit Rhabarber, Nüssen, Orangen und Spinat. Und ja, wie gesagt, das Rezept habe ich noch nicht ausprobiert, ist also wieder ein Experiment. Und ja, ich bin gespannt. Los geht's. Und zwar habe ich hier erstmal zwei Rhabarberstangen. Da werde ich jetzt erstmal die Enden abschneiden. Und dann können die geschält werden, indem ihr mit einem scharfen Messer am unteren Ende immer anfangt, ein bisschen einschneidet und die Haut dann ganz einfach abzieht. Die ist auch weiter oben an der Stange, normalerweise nicht so holzig wie weiter unten. Deswegen muss das nicht bis oben hin vollständig passieren. So, mit einem Kochmesser schneide ich die Rhabarberstangen jetzt in dünne Scheiben. Und zwar nicht dicker als 1 oder 2 mm. Also es sollen richtig dünne Stückchen werden. Deswegen auch am besten ein schön scharfes Messer verwenden. So, den Rhabarber gleich mal in eine Schüssel geben und dazu kommt eine Hand Rosinen, also ca. 50 Gramm. So, da der Rhabarber natürlich ganz schön sauer ist, brauchen wir ein bisschen Sirup. Ich habe jetzt hier Löwenzahnsirup. Den habe ich auch mal in einem Video gemacht. Das kann ich in der Beschreibung verlinken oder hier im Video. Davon brauchen wir ungefähr 5 bis 6 Esslöffel. Und ein bisschen unterrühren. Außerdem 1 Esslöffel Sojasauce. Als Sirup könnt ihr übrigens auch andere Sachen nehmen, wie zum Beispiel Ahornsirup oder ähnliches. Da müsst ihr natürlich gucken, wie süß das ist. Der Löwenzahnsirup ist jetzt nicht so konzentriert. So, das lassen wir erstmal ein bisschen durchziehen. Dann brauchen wir 2 Orangen. Die könnt ihr erstmal schälen. So, die könnt ihr jetzt entweder filetieren, wenn ihr möchtet, oder ganz einfach halbieren und in kleine Stückchen schneiden. So, das könnt ihr gleich in euren Salat dazugeben. Und gleich einmal unterrühren. Dann habe ich hier Paranüsse, ungefähr 2 Hände. Und ihr könnt natürlich jede andere Nuss nehmen, die ihr möchtet. Allerdings wollte ich die auf dem Salat so ein bisschen aussehen lassen wie gehobelten Parmesan. Und ich glaube, das geht mit Paranüssen einfach am einfachsten. Mal schauen, ob das funktioniert. Dafür nehme ich halt ein Kochmesser und schneide die an der Längsseite in ganz dünne Stückchen. So, dass es wirklich ein bisschen aussieht wie gehobelter Käse. Und zu guter Letzt braucht ihr noch etwas Spinat. Ich habe jetzt hier 3 Stück. Da könnt ihr aber mengenmäßig auch variieren, wie ihr wollt. Und den schneide ich jetzt in relativ feine Streifen. Da könnt ihr ruhig den Stiel und alles mitverwenden. Das kann man alles ruhig mitessen. Nur die Wurzel unten, die braucht ihr vielleicht nicht unbedingt nehmen. Dann rühren wir gleich nochmal kurz unseren Salat durch. Da brauchen wir nochmal 1 Esslöffel Olivenöl. Der Rhabarber ist jetzt auch ein kleines bisschen zarter geworden und schmeckt auch nicht mehr ganz so sauer. So, dann gebe ich jetzt ganz unten drauf erstmal eine Schicht Blattspinat. Dann kommt der Rhabarber-Orangensalat obendrauf. Und da obendrauf verteilt ihr in eure kleingeschnittenen Paranüsse. Ruhig schön großzügig. Ja, und damit habt ihr einen Rhabarber-Orangensalat auf Blattspinat mit Paranuss-Parmesan. Mal kosten. Wow. Wirklich sehr lecker. Also, ja, super Kombination.
Ja, vielen Dank dafür, Sunny LP. Ich glaube, die Kombination hätte ich so schnell nicht ausprobiert. Ja, gefällt mir wirklich gut. Und es wird ja oft gesagt, dass vegan nur Salat essen sei. Also es wird fälschlicherweise oft angenommen. Aber ich finde, selbst wenn das so wäre, also mit solchen Salaten, wäre das auch recht erträglich. Ja, dann wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.